Ja, servus Freunde. Heute sind wir mal ohne Elmo unterwegs. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz Geigelstein und das heutige Ziel ist der Schmugglerweg. Den wollen wir laufen hier in Ettenhausen und am besten parkt ihr dann unterhalb der Sesselbahn Geigelstein. Das Tagesticket kostet hier oben 2 Euro. Los geht's. Und vorbei geht's erstmal durch schöne Wald- und Wiesenfelder. Alle Sonne ist heute nicht da, deswegen ist ideal. Und gleich sind wir auch am Anfang, beziehungsweise den Einstieg in den Schmugglerweg. So, und hier haben wir auch den Einstieg jetzt gefunden in den Schmugglerweg. Wegweiser, Schmugglerweg Globenstein, Hängebrücken, Aussichtsplattform und Richtung Kössen. Da werden wir lang wandern. Auf dem Rückweg werden wir aber hier den kleinen Abstecher zum Wasserfall und den Rudelsburger See nehmen, weil der soll wohl auch ganz schön gelegen sein. Und von oben vom Wanderweg haben wir auch eben gesehen, der Ausblick, der war schon echt schön und der liegt auch wirklich klasse. So einsam wie im Schwarzwald ist es hier natürlich heute nicht, aber es gibt genug Stellen, wo man die Einsamkeit genießen kann. Ja, der Sturm ein bisschen gewütelt, hier müssen wir eng durchs Unterholz. Oh. Man ist nicht mehr der Jüngste, ich glaube den Ton schneide ich raus. Also man kann den Weg ruhig bei Sonnenschein laufen, er läuft immer in kleinen Schluchten auch im Schatten. Jetzt wird aus dem Schmugglerweg ein kleiner Schmugglersteig. Und jetzt sieht es auch aus wie ein Schmugglerpfad. So, und jetzt verlassen wir Deutschland.
Also mir persönlich fängt der Weg jetzt richtig an, Spaß zu machen, weil diese Waldautobahn, ich laufe sie zwar auch gerne, aber das hier, das ist genau mein Ding. Und da unten ist unser Ziel, Klobenstein mit der Tiroler Ache, den Durchbruch, und da müssen wir noch hin. Und hier neben dem Wanderweg ist ein wunderschöner Rastplatz. Also am besten eine kleine Festspur einpacken, sich schön hier niederlassen und den tollen Ausblick zur Tiroler Ache genießen. Und wir nähern uns der Aussichtsplattform. So, und jetzt sind wir angekommen in der unteren Plattform. Vom Schmugglerweg. Tiroler Ache ist ganz schön voll und ist schon mega geil hier. So, und jetzt sind wir an der oberen Aussichtsplattform. Da unten ist die erste, die ältere Hängebrücke vom Schmugglerweg. Da hinten ist der Globenstein. Und da hinten sieht man die neue Hängebrücke. Den Weg laufen wir jetzt. Geht's nochmal gleich runter. Jetzt sind wir unten an der unteren Hängebrücke. So, und jetzt sind wir hier am Globenstein, an dem Fels. Dann wollen wir mal schauen, ob man durchkommt, weil die soll wohl ziemlich eng sein, diese Felsspalte. Und durch Corona habe ich so ein wenig zugelegt. Schauen wir mal.
Und jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Hängebrücke. So, von da unten sind wir gekommen. Jetzt sind wir direkt an der oberen Hängebrücke. Klasse. Also der Weg ist echt klasse, gefällt uns super. So, und jetzt kommt die obere Hängebrücke und wir sind ganz alleine. Hier unten ist auch wieder ein schöner Rastplatz, richtig schön. Und jetzt geht's hoch zum wackelnden Erlebnis. Also die Brücke ist echt mega, wackelt so ein bisschen, aber es ist auszuhalten. Der Ausblick ist klasse. Und hier geht es jetzt wieder hoch und dann geht es zurück Richtung Parkplatz. Den Weg, den kennt ihr jetzt alle, deswegen sage ich jetzt schon mal ciao, tschüss, bis zum nächsten Video, macht's gut. Hat nicht ganz so gestimmt. Wir wollen ja, wenn wir oben angekommen sind, nochmal runter zu dem schönen See. Also jetzt geht es erst nochmal hier steil den Berg hoch und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir wieder oben. Jetzt laufen wir oberhalb nochmal die kleinen Pfade. Und jetzt kommt gleich der Abzweig zu diesem kleinen See. Den machen wir auf jeden Fall noch mit. Es wird natürlich jetzt dunkler. Ich hoffe nicht unbedingt, dass wir in den Regen kommen. Aber andererseits, die passende Kleidung haben wir dabei. Wir wandern ja nicht zum ersten Mal im Gebirge. Und da geht das eben nicht ziemlich schnell, ändert sich da das Wetter. Also man sollte eigentlich immer darauf vorbereitet sein. So, jetzt sind wir wieder an der Abzweigung von eben. Und hier geht es runter zum Rudersburger See. Und jetzt gibt es so eine schöne Bachüberquerung. Ich liebe Wasser im Gebirge.
Und jetzt komme an den See. Okay, das Boot hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Jetzt ist die Wanderung aber wirklich zu Ende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, tschüss.